los. Rückkehr zu den Docks. Du kehrst zu den Docks zurück, um Shannon Half-Sky zu treffen. Obwohl ihr Bruder das letzte Opfer des Rippers war, ist Shannon kühl und professionell, eine geborene und vollendete Runnerin. Sie weiß, wie sie ihre Aufträge zu erledigen hat. Und hoffentlich kann dich einer der Herdgeister an diesem Ort zum Ripper führen. Der Umgang mit den Geistern ist nicht immer einfach, aber wenn sie halten, was sie versprechen, ist der Gold wert. Man muss kein indianischer Schamane sein, um Geister zu rufen und zu kontrollieren. Jeder mit Talent für Magie kann das. Shen aber scheint eine ganz besondere Beziehung zur Welt der Geister zu besitzen. Du merkst sofort, dass etwas nicht stimmt, als du dich dem Tor näherst. Die Docks bei Nacht auch so schon seltsam und gemütlich genug, bringen einen dazu, vorsichtig zu werden. Dann siehst du es. Es sind keine Wachmänner mehr da und das Tor wurde mit Gewalt geöffnet. Ja, hatte ich nicht schon ausgerüstet eigentlich? Ich denke, du kannst ein Medkit vertragen. Plus 2 Stärke und Willenskraft beim Nitro. Machen wir es mal so. Ich hätte vorher vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung einkaufen sollen. Wie zum Beispiel Medkits. Aber dafür ist es jetzt leider zu spät. Wir legen los mit unserem ersten offiziellen Run als Teamleader und Aussucher des Runner-Teams. Ja. Ah, das ist wieder der alte Twitch-Delay. Super. Richtig scheiße. Wurde auch Zeit, dass du auftauchst. Sieht aus, als wären wir nicht die Einzigen, die aus der Situation Kapital schlagen wollen. Ein Haufen Söldner hat das ganze Gebiet abgeriegelt. Ich denke nicht, dass sie wegen uns hier sind. Schätze mal, in der Lagerhalle befindet sich noch irgendwas, das sich zu Geld machen lässt. Sollte kein Problem sein. Tja, für Lone Star war es eins. Sie sind alle tot. Hoffentlich kannst du besser mit der Waffe umgehen als die. Okay. Also hier haben wir einen Freak am Tor stehen. Ich denke nicht, dass wir eine andere Möglichkeit haben werden, da hereinzukommen. Dementsprechend laufen wir los. Mit dem Knaller noch quatschen. Hä? Ihr da, ihr dürft diesen Bereich nicht betreten. Es gibt ein Gasleck an den Docks. Rumlungern ist hier nicht. Der Typ sieht nicht wie einer der angehäuten Söldner aus. Hey, hört ihr mir überhaupt zu? Verschwindet von hier. Ich bin nicht wegen dir hier. Lass mich einfach durch. Hör mal, Mann, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Ja, das war schon mal ein sehr komisches Movement. Ich sollte auf jeden Fall die Deckerin und die Schamanin aus der Schussreichweite bringen. Mal grad gucken, was mit ihr ist. Da hat er so volle Deckung, da nur halbe. Sehr gut. Du.
kriegst mal die halbe Deckung. Schon reichen. Wir versuchen mal den Mana Blitz. Direkt mal ausgenockt den Guten. Okay, hier liegen schon die Lone Star Corps rum. Wir können das Gebiet hier nicht einsehen. Sagen wir, gucken uns hier einfach mal gründlich um. Also augenscheinlich haben wir hier keinen Hinterhalt. Wir müssen aber, glaube ich, auch eigentlich hier in die Richtung rüber, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, da liegt sogar ein großer. Da geht es auch irgendwo lang. Aha. Hallo, Sahili. Den aber augenscheinlich nicht akquirieren, leider, für unsere Zwecke. Okay. Verteilt euch und sichert den Bereich. Das scheinen auch andere Runner zu sein. Waren die nicht zu dritt? Shadowrunner, ja. Das ist ein anderes Team. Also eigentlich müsste ich unseren Troll hier mal in direktes Schussfeld bringen. Das sind zwei Aktionen, ne? Schickt man mal ganz nah an die Front mit der Schrot. Kann sich die beiden Brawler mal unterhalten. Oh. Zielter Schuss, Knieschuss. Minus 1 Aktionspunkt, senkt aber Lebenspunktschaden um 6. Recht normaler Einzelschuss erstmal. Und verfehlt direkt mal. Wunderbar. Dort nennt sich Profi.
Tja, ich weiß nicht, was hier in dem Bereich. Was da los ist. Ach scheiße, das waren zwei Aktionspunkte. Fuck, das habe ich nicht gesehen. Mist. Das war nicht gut. So, ich bringe wir hier in Aktion. Eben stehende Ziele haben wir nicht. Verstoß. Funktioniert. Der Mana Blitz ist, glaube ich, eine adäquate Waffe. Sehr schön. Ja, au, scheiße. Okay, Glück gehabt. Warte mal, der ist angeschlagen. Den müssen wir eigentlich versuchen, als erstes wegzunatzen. So, du kommst mit 1 zumindest noch dahin. Eine Runde Abklingpause. Morgana. Boah, reicht trotzdem nicht, krass. Alter, mach deinen Job, Kollege. Prozent. Ja, das muss aber setzen hier 100%, fast 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Der ist down, sehr schön. So, Ghost. Ziehen wir uns. Können wir uns zurückziehen? Nicht wirklich. Da war sogar kritisch, das war gut. Okay, passiert halt mal. Der stellt sich einfach freiwillig hier mitten ins Querfeuer. So, und du gibst nämlich jetzt unserem kleinen Troll hier einfach mal einen Aktionspunkt mehr. Und hier weichen wir einfach mal nach hinten aus. Ja, 70%, das ist nicht viel. Die kann ich mit keinen gezielten Schuss. 70%. Okay, einmal getroffen, ist gut. Ja, du hast sogar 3 Aktionspunkte.
Das Fass down ist gut, ist sehr gut. So, kannst du jetzt die Waffe noch wechseln? Oh cool, es geht. Cool. Und dem können wir auch noch eine mitgeben. Make-up bleiben wir einfach stehen. Ja. Trotzdem zweimal drauf. Wo nennen wir das? 99. Ah, sicher. Okay, wir scheinen aber noch einen weiteren Gegner zu haben, oder? Verstehen. Gut, wir haben uns den Lagerhausschlüssel gegriffen, da müssen wir hin. Sollten aber vorsichtig vorgehen. Das mit ihmchen laufen jetzt mal einen Aktionspunkt in die Richtung. Keine Deckung. Vorsichtiges Vorgehen. Hier laden wir mal nach. Ja, da hatten wir doch gerade gegnerischen Zug. Checken auf jeden Fall unsere Messerklauen an die erste, an die vorderste Front. Na, guck mal, da ist ein Set Schamane. Könnte ein Schamane sein, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Den können wir treffen. Wir haben zwei Aktionspunkte zur Verfügung. Aber wir haben keine Deckung. Was ist mit dir? Ja, das ist kein Blickfeldkontakt. Sieht ihn auch nicht.
Immer noch nicht. Verdammt. Nix Deckung. Leider. Ah, komm, wir gucken erstmal, was wir mit der AK erreichen können. Das sah schon mal gut aus. Hey! Als der letzte Söldner auf dem Boden fällt, wird es unheimlich still an den Docks. Okay, also Ghostmaker ist angeschlagen, den Rest unserer Truppe hat es keine Lebenspunkte gekostet. Und wir können uns jetzt ins Innere vorwagen. Wir wollen zu einem anderen Ort reisen. So, muss man aufpassen. Im Chat, falls mich jemand anschreibt, dass ich auch darauf reagiere. Du bahnst dir gemeinsam mit Chen einen Weg in die abgedunkelte Lagerhalle. In ihren Augen erkennst du diesen abwesenden Blick, der auf eine Verbindung mit dem Astralraum hindeutet. Als sich die Welt wandelte, erlebten die uramerikanischen Stämme eine Wiederkehr und forderten auch für sich einen Platz in der neuen Welt. Sie bekamen ihn. Das Salish Side Conceal repräsentiert derzeit etwa 8,6 Millionen Indianer aus verschiedenen Stämmen. Salish, Maka, Sinseratsch und viele weitere. Sie haben sich dank ihrer tieferen Verbindung zu sowohl der physischen als auch der spirituellen Welt besser an das Erwachen angepasst. Eben diese Verbindung kannst du jetzt bei Shannon beobachten. Du bemerkst die leichten Veränderungen in ihrem Fokus, als sie in das Hier und Jetzt zurückkehrt. Sie nickt dir zu, sie spürt die Geister an diesem Ort. Nun musst du sie nur noch finden. Mein Gott, kann man das noch beschissener schreiben? Okay, wir müssen die Runner Crew besiegen. Shen muss überleben. Und als Sekundärziel, was war das Sekundärziel? Beschwöre den Geist? Was? Finde die Paydata, hinter der die anderen Runner her waren. Aha. Paydata. Ein Adept mit einem Schwert. Okay, 3 gegen 3 quasi. Wir konnten wieder ein bisschen Energie sammeln. Puh. Der erste Schlag sollte auf jeden Fall brutal sein. Nicht viel. Dann gucken wir hier mal.
Kanal jetzt auf jeden Fall ordentlich erwischt, würde ich sagen. Hey. Markiert den Feind, sodass es einfacher wird, diesen zu treffen. Oh. Okay. Für alle oder nur für sie selbst? Warte mal, gilt das jetzt nur für eine Runde oder was? Markiert den Feind, sondern das einfach. Ich glaube, das müsste dauerhaft sein. Dann nehmen wir den einfach mal als nächstes Ziel. So, Ziel markiert. Die Shannon. Nur 68. Ah, scheiße, Ziel vielleicht blockiert, das bringt uns nichts. Den gezielten Schuss. Schön. Wir müssen diesen Typen loswerden, bevor wir den Geist beschwören können. Okay. Oh, da ist noch einer aus der Bahn gekommen. Alles klar. Versuchen die einfach mal einfach wegzumoschen. Sehr gut. So, kommst du? Ja, die können wir ins Kreuzfeuer nehmen. Kannst du uns sehen? Ja, sehr gut. Ach, das ist ein Ork, glaube ich, oder? Weiblicher Ork. Nebenstehende. Nein, die stehen aber nicht nebeneinander. Nö. Machen wir mal einfach so hier.